Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Schminkvideo. Da ich ja so viel Trash in letzter Zeit bekommen habe, habe ich mir gedacht, werden wir jetzt auch direkt wieder loslegen, ein bisschen zu trashen, also Test My Trash mäßig. Und zuallererst beginne ich mit einem Primer, das ist dieser Hyaluron Primer. Und ja, tragen wir ihn doch mal auf. So. Trocknet sehr schnell. Klebt ein bisschen. Aber schauen wir mal. Ich nehme mal mein Tuch schon mal. So. Ich werde auch noch ein bisschen von meiner, ich glaube, das ist Projekt 36, mein ColourPop Wisp nehmen, um so ein bisschen, ja, ich sag jetzt mal, Glow unter Make-up zu schaffen. Ja? Ein bisschen viel, glaube ich, an der einen Stelle. Weil ich habe das schon mal gemacht und das hat ganz gut funktioniert, aber ich mache das zu selten. Kein Wunder, dass der nicht leer geht hier. Ja gut, normalerweise ist der auch eigentlich zum Highlighten gedacht. Aber das hat tatsächlich ganz gut funktioniert. Deswegen dachte ich mir, mache ich das nochmal. So, jetzt möchte ich von Laura Mercier Silk Creme Moisture. Gucken wir mal, das ist dieses hier mit dem Ringlicht. Sieht man das sehr schlecht. Mal schauen, wie die Farbe so ist. Oh, ich glaube, da ist auch nicht mehr viel drin. Ich glaube, das muss ich aufschneiden. Und dann halt immer so probieren. Ich weiß, ich muss meine Schere hin. Ah, da. Ich weiß auch, dass die Dame gesagt hat, bei manchen ist kaum noch was drin, aber zum Testen reicht es. Ja, da ist auf jeden Fall noch hier auf jeden Fall gut was. Vielleicht fülle ich mir das in so ein kleines Pöttchen um oder so. So, gehe ich mit einem Q-Tip rein, hole mir da was raus. Von der Farbe her müsste es passen. Bin ja so ein bisschen, ja, für meine Verhältnisse ein wenig gebräunt. Ein bisschen viel, glaube ich. Aber ich verteile das ja noch. Und relativ hell trotzdem, obwohl ich gedacht habe, die wäre ein bisschen dunkel. Aber im Gegensatz zu meinem Dekolleté habe ich nämlich gerade die Palette hier rausgesucht. Au, von W7. Weil da so Farben drin sind, wie mein Oberteil heute ist. Dann schminkt man mich heute wieder was Pinkes. Aber das Make-up sieht gut aus, würde ich mal sagen. Also dann werde ich das definitiv noch verwenden. Als Lidschattenbase nehme ich von Chanel den Illusoire. Habe ich auch, ich glaube, von der Heidrun bekommen. Ist so eine Farbe hier. Oh, die sieht aber auch schön solo aus. Schön. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, aber sehr schön. Ich benutze viel zu selten Creme-Lidschatten, wobei ich echt schöne in der Sammlung habe. Ich versuche die ja immer schon so als Base zu nehmen, wie jetzt heute. Aber manchmal merke ich dann halt auch, dass sie auch solo sehr schön aussehen. Wie dieser zum Beispiel. War klar, jetzt habe ich mir meine Jeans mit Make-up gekleckert, mit diesem scheiß Q-Tip, was ich gerade benutzt habe. Und dann nehme ich ein bisschen Augen-Make-up-Entferner und versuche das in meiner Hose mal kurz abzuwaschen hier. Ja. Das ist sowas von typisch. Egal, sieht ja keiner. Muss ja heute nicht weg, außer mal zur Post gleich. Ja, gefällt mir auf jeden Fall. Jetzt kommen Augenbrauen. Dann nehme ich mein NYX Auburn. Aber ich glaube, die Foundation dunkelt ein bisschen nach, was ich gerade sogar begrüße, um ehrlich zu sein. Aber auf den ersten Blick sah die schon sehr hell aus. Auf den ersten Auftragsblick. So, und dann gehe ich mit dem Benefit 24 Stunden Brow Setter. Ich glaube, das ist nämlich nur ein Gel. Sieht zumindest sehr gelig aus. Das ist so eine Bürste, wie so eine Mascara-Bürste, und damit bringe ich so ein bisschen in Form. Ja, und dann nehmen wir die Palette, das ist die W7 Dust Till Dawn Ultraviolets Palette. Und die ist schon ziemlich krass.
Für meine Verhältnisse. So, ich gehe jetzt zuallererst in einem, ja, so richtig passend tut die auch nicht, aber egal. Ich gehe erstmal in Raided Dragon rein. Das ist so ein, ja, peachfarbener Ton und mache mir das so ein bisschen über dem, ja, Lidschatten drüber, den ich gerade ja aufgetragen habe. Jetzt nehme ich mir, ich muss die beiden mal kurz watchen hier, die beiden, die eigentlich für mich in Frage gekommen wären. Na, vielleicht beide zusammen mischen. Vielleicht ergibt das ja die richtige Farbe. Ja, wenn man beide zusammen mischt, dann geht das, denke ich. Dann machen wir das doch einfach. Erstmal das Lila. Das heißt, oh Gott. Ah, ist egal. Ja, so richtig Bombe pigmentiert sind sie nicht. Man muss da schon ein bisschen öfter reingehen. Und jetzt gehe ich mit dem Wild, also mit diesem rötlichen. Ja, dann kommt schon eher die Farbe raus, wie ich als Top anhabe. Und es ist auf jeden Fall Fallout vorhanden. Das ist die Farbe, die ich mir jetzt gerade selber zusammengepanscht habe. Was haben wir denn hier? Kommt nicht so gut raus, die Farbe. Was ist mit der hier? Auch nicht so wirklich. Ich glaube, das ist keine Palette, die bleibt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich mache mal kurz meinen Pinsel sauber. Habe übrigens endlich mal den Pinselreiniger. Seit einiger Zeit steht der unter meinen Favoriten in der Beschreibung drin, falls ihr auch an sowas interessiert seid, weil dann ist der sauber wieder. Ich gehe jetzt aber auch mal in Gobi rein und mache mir da so, Gobi ist so ein braun, nee Quatsch, so ein orangelicher. Dann mache ich mir das hier so ein bisschen drüber. Ich könnte auch noch meine Augenbrauen zupfen, merke ich gerade. Krass, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es doch wieder so schnell geht, weil ich war ja vorm Urlaub noch beim Zupfen. Ja, dann gehe ich in Wanderer rein, das ist halt einfach nur Wanderer, ein Beige-Ton. Um das ein wenig auszublenden. Ja, ich gehe nochmal in Gobi rein und mache mir das am unteren Wimpernkranz. Sieht so aus. Ja, keine Ahnung. So, und dann gehe ich mit dem Essence Dancing on the Milky Way. Das ist ein Holo Glitter Topper. So, da gehe ich jetzt dann. Sieht auf jeden Fall scharf aus. Da gehe ich jetzt mit dem Fingerchen rein. Sieht so aus. Das mache ich mir jetzt noch ein bisschen aus. In der Mitte vom Auge. Geil. Und auch unten an der gleichen Stelle quasi. Das Ding finde ich cool. Weil es bleibt auch an Ort und Stelle. Zumindest erstmal. Mascara. Ja, nehme ich doch meine. Wo haben wir sie denn? Hier. Reval de Loup Better Than Yours Mascara. Jetzt gehe ich mal kurz ein bisschen bei dem Fallout drüber hier. Schön. Wunderbar. Ja gut, jetzt nehme ich Concealer. Nehme ich meinen Eflum. Bronzer hatte ich jetzt nicht dabei. Dann nehme ich meinen Misslin. Ja, ich nehme meinen Misslin. Erstmal Puder. Ich glaube, ich werde heute auch mal das P2 Beauty Coat Banana Powder nehmen. Das habe ich ja in meinem 10-Anwendungsprojekt. Sieht auf Anhieb ganz okay aus. Nun aber den Misslin Bronzer. Misslin, ne? Den Barbados Babe. Vorstellen, dass ich bald einen Hitzepen erreiche. Ich habe da schon gute Kohle drin. So, Blushy.
Ich glaube, dann nehme ich heute tatsächlich mal meinen Manhattan, The Golden Brown. Hatte ich einen Highlighter eigentlich? Nö, dann nehme ich wieder meinen Stick hier, den ich von der Claudi bekommen habe, der auch in meinem 10-Anwendungsprojekt, glaube ich, drin ist. Ich finde den wunderschön. Setting Spray, MAC, Rose. Und Lippenstift nehme ich erstmal. Ja, ich nehme den Ultra Last Wine Lips hier von Riva de Loop. Was ist das? Nee, Essence. Ich finde, wenn man den immer nur eine Schicht aufträgt, wirkt er eher pink, so wie mein Oberteil. Aber wenn er dann öfters rüber geht, wird er so ein bisschen bordeauxfarbener. So schaut der aus. Passt definitiv zum Augen-Make-up. Und dann nehme ich noch Essence XXL Nude in der Farbe Taste the Sweet. Mache ich noch so ein bisschen. So. Ja, und der Look steht. Ist auf jeden Fall für mich persönlich ein gewagter Look. Aber ich finde die Kombi ziemlich geil. Aber muss sagen, da habe ich bessere, auch in den Farbtönen. Ne, weil so toll war die Palette jetzt auch schon wieder nicht. Und deswegen werde ich diese hier vertrashen. Oder vielleicht, vielleicht tue ich die in den Insta-Sale rein. Ja, Insta-Sale. Ich habe nämlich so viel Trash im Moment hier. Ich habe irgendwie meine Liste verlegt mit den Mädels, wo ich Trash-Pakete machen wollte. Voll scheiße. Also wenn ihr euch noch daran erinnert. Also ich würde die Namen, wenn ich sie lese, fallen mir so wieder ein. Aber ja, weiß nicht. Weiß nicht, wo sie ist. Ja gut, meine Lieben. Danke, dass ihr mit dabei wart, während ich mich wieder geschminkt habe und meine Quatsch, Trash-Produkte getestet habe. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag, wunderschönen Abend oder wo was auch immer für der Tageszeit bei euch ist. Bis dann. Ciao.